Ja, die Wald AG präsentiert auf der Emo Preview vor allem den Fokus auf der Aluminiumzerspannung, die mehr und mehr im Kommen ist. Hier wäre vor allem zu nennen, würde ich sagen, die Konsolidierung unseres Vollhartmetallfräsprogramms. Das heißt, zwei starke Familien im Advance und im Supreme-Bereich, MC267, MD266, größeres Programm, bessere Auswahlmöglichkeiten, schneller für den Kunden zu finden. Dem steigenden Einsatz von Aluminium begegnen, also dem steigenden Zerspannungsaufkommen, vor allem würde ich sagen, durch die Auswahl der richtigen Werkzeuge, aber auch durch die richtige Beratung. Das heißt, nicht nur das Werkzeug an sich in den Mittelpunkt zu rücken, sondern wirklich den Prozess und die Prozesstechnologie drumherum. Und dafür sind wir als Walter ein wirklich starker Ansprechpartner von der Programmierung über die Technologie bis zum Einfahren des Werkstücks beim Kunden. Gut, da haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten, sage ich mal. Also das eine ist unser Online-Katalog, der sehr schnell sich nach ISO-N-Werkzeugen filtern lässt. Eine zweite Möglichkeit ist dann GPS, unser sogenanntes Zerspannungsnavi, wo man wirklich gezielt am Prozess das richtige Werkzeug bekommt. Und zuletzt natürlich die persönliche Beratung beim Kunden vor Ort durch unseren hervorragenden Außendienst wäre da eine dritte Möglichkeit. Bei der Zerspannung von Aluminium zu beachten ist eigentlich in erster Linie die Frage, welchen Werkstoff bearbeite ich. Habe ich eine Gusslegierung oder habe ich eine Knetlegierung? Daran richtet sich so ein bisschen, welches Werkzeug nehme ich am Ende. Bin ich mehr im Bereich Vollhartmetall oder im Bereich der Wendeplatte oder bin ich am Ende im Bereich PKD? Also es ist wirklich abhängig vom Werkstoff und von der Legierung und da bieten wir für alle Bereiche das richtige Werkzeug. Ja, mit Walter wieder auf einer Präsenzveranstaltung zu sein, ist natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Endlich wieder mit Menschen sprechen, Menschen beraten und echten Menschen zeigen, wofür wir stehen und was wir können. Und nicht am Monitor zu sitzen und mit dem Bildschirm zu sprechen.